Meine Güte, das ist aber auch ein Gemetzel hier. Yay! Aber ich hab's geschafft. Was ein Gemetzel, aber ich hab's geschafft. Yay, wieder ein Level up. Sehr schön. So, die da unten im Wasser mache ich jetzt aber nicht mehr kaputt. Die kann ich später kaputt machen. Ich werde immer stärker. Level 13. So, mal gucken. Was haben wir hier? Also bis auf die Statue natürlich. Wir speichern natürlich mal wieder. Wir haben jetzt das eine Gebiet abgesucht. Deswegen können wir da jetzt auch speichern. Und wir könnten mal noch eben die Rüstung hier verstärken. Dann haben wir das auch gemacht. So. Das hier ist jetzt auf Level 2. Aha, das geht also auf mehrere Level. Na gut. So, weiter geht's. Oh nein, nicht schon wieder ein Bosskampf, oder? So, so. Wenn das nicht das kleine axtschwingende Girl ist. Ah, du bist das. Da du noch lebst, nehme ich an, du bist mit meinem Dämon fertig geworden. Hey, Moment mal. Heißt das etwa, du hast auch Velagunda bezwungen? Ja. Was genau ist denn ein Velagunda? Meinst du vielleicht diese riesige rote Kreatur? Die hat mich zwar ordentlich auf Trab gehalten, aber ja, die habe ich besiegt. Dann hatte Kishgal wohl doch recht. Für einen einfältigen Tölpel bist du ziemlich stark. Hör auf, mich so zu nennen. Ich heiße immer mit der Ruhe. Bis ich dich für einen würdigen Gegner halte, interessiere ich mich einen Dreck für deinen Namen. Also spar dir die Begrüßungsfloskeln. Wenn du mich im Kampf besiegen kannst, werde ich mir deinen Namen vielleicht merken. Nicht, dass deine Chancen gut stehen würden. Die Lumpensäcke, die du Kleidung nennst, stehen dir bestimmt besser, wenn ich ein paar Lüftungslöcher reinschlitze. Ich hab's gewusst. Epona die Zornige. Na toll, sie ist zornig. Ich kann aber rennen, ich kann rennen. Guck mal, ich kann rennen. Woohoo! Lassen wir sie doch erstmal angreifen und gucken, was sie so macht. Viele böse Sachen. Ich treffe sie nicht. Wow, ich habe sie einmal getroffen. Das ist nicht ihr Ernst. Sie ist echt schneller als ich. Wie fies ist das denn?
Oh oh. Oh, sie hat ein Schutzschild. Sie hat ein Schutzschild, hat sie. Aua, aua. Okay. Wir haben sie aber fast geschafft. Jawoll! Wuhu! Ah, Mist! Ich habe wohl einen Moment nicht aufgepasst. Gar nicht so übel. Nicht gut, aber auch nicht übel. Spricht sie gerade mit mir oder mit sich selbst? Na gut, versprochen ist versprochen. Wie heißt du, Kind? Hä? Dein Name. Du hast doch einen Namen, oder? Normalerweise halte ich mich erst gar nicht damit auf, mir die Namen meiner Opfer zu merken, aber du hast es dir verdient. Ich bin Junika, Junika Tova. Junika, wie? Was für ein sonderbarer Name. Ich bin Epona, eine der größten Kriegerinnen meines Volkes. Mich würde eher interessieren, wer dein Volk eigentlich ist und warum ihr hinter Lady Rhea und Lady Fena her seid. Lady Fee wer? Kannst du nicht eine Frage nach der anderen stellen? Ich hasse es, so gelöchert zu werden. Dafür geht mir die Lust zu antworten. Aber ich kann dir zumindest einen kleinen Tipp geben. Meine Leute und ich, wir kommen nicht von Is. Was? Ach, Mist, ich muss los. Zava hat mir einen Befehl gegeben und wenn sie sieht, wie ich hier herumtrödle, macht sie mich einen Kopf kürzer. Eigentlich hätte ich dich töten sollen. Naja, ich hab's versucht und bin gescheitert. Diesmal lasse ich dich nochmal ziehen. Aber keine Sorge, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, Junika. Hey, warte! Was sollte das heißen, nicht aus Is? Ich verstehe das nicht, aber es bedeutet sicher nichts Gutes. Wir haben es geschafft! Ich gab Speichern. Oh Mann. Was willst du? Speichern. Ja, beim ersten Mal den Kampf geschafft. Das ist natürlich sehr schön. Das freut mich. So, jetzt können wir weiter marschieren hier. Da ist eine Kiste. Wuhu, die heilige Kiste. Wasserdrachenschuppen erhalten. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Haufen Fischschuppen, aber irgendwas ist anders, wenn man sie in die Hand nimmt, als könnte ich tiefer atmen. Das könnte sich bei all dem Wasser vielleicht als nützlich erweisen. Aha. Hä? Was ist denn los? Oh, puh, es ist nur die lila Muschel. Junika holt die lila Muschel hervor und hält sie an ihr Ohr. Junika, Junika, kannst du mich hören? Klar und deutlich. Stimmt etwas nicht? Ganz im Gegenteil, Kommandant Galleon und die Magier sind wohlbehalten am Turm angekommen. Oh, da bin ich aber erleichtert. Jetzt sollten eigentlich alle dort sein. Komm bitte so bald wie möglich zurück zur Basis zu einer Lagebesprechung. Natürlich. Soll ich mich einfach mit dem Kristall zurückteleportieren? Ja, wenn du willst. Bis bald. Junika steckt die lila Muschel wieder ein. Wenn der Kommandant es geschafft hat, ist Cecilia sicher auch dort. Das könnte interessant werden. Es gibt eine Menge zu besprechen. Oh, sie macht das automatisch. Ich wollte nur ein bisschen kämpfen gehen. Kommandant, Cecilia. Junika Tova. Willkommen zurück. Wo warst du denn, Junika? Ja, wo warst du?
Du hast doch den Befehl erhalten, sofort wieder zurückzukommen. Oh, ich, Pater Superior hat mir von deiner Bitte erzählt. Du hast den Turm also bereits etwas ausgekundschaftet? Ja, das habe ich. Allerdings habe ich nicht mal den halben Turm erklommen. Nicht verwunderlich bei der Höhe. Ehrlich gesagt glaube ich, dass uns hier das größte Hindernis bevorsteht. Wir alle wollen uns auf die Suche konzentrieren, aber zuerst sollten wir uns eine Strategie überlegen, sonst stehen wir uns nur selbst im Weg. Wenn wir gerade dabei sind, wir vermissen anscheinend noch jemanden. Von einem unserer Magier fehlt noch jede Spur. Sollen wir ein kleines Team formieren und auch nach ihm suchen? Das wäre wohl besser. Wir können niemanden einfach im Stich lassen. Um ihn braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Nett von dir, auch mal zu uns zu stoßen. Oh, du bist... Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich heiße Cadena. Ich bin eine Magierin von Iss. Es freut mich, mit euch allen zusammenzuarbeiten zu dürfen. Ich bin Miyusha. Ich bin auch eine Magierin. Freut mich, euch kennenzulernen. Uns auch. Mein Name ist Yunika Tova. Ich bin Ritterlehrling. Es ist mir eine Ehre. Bist du denn sicher, dass der vermisste Magier nicht in Gefahr ist? Es handelt sich um Hugo Fakt, den Erben des Hauses Fakt. Ehrlich gesagt, wäre ich eher überrascht, wenn er hier erscheinen würde. Ah, der jüngere Bruder unseres gefallenen Kameraden. Er hat einen eisernen Willen. Wenn er nicht bereits im Turm ist, wird er früher oder später putzmunter hier auftauchen. Er ist sich des Ernstes der Lage bewusst. Es wäre auch in seinem Sinne, wenn wir die Suche schnell abschließen, ob mit ihm oder ohne ihn. Verstanden. Wenn du das sagst, dann werden wir das auch tun. Kommt, es gibt noch mehr zu besprechen. Wir müssen unser Wissen miteinander teilen, wenn wir die Göttinnen finden wollen. Ach Gott, so viele Personen, so viele Stimmen, Hilfe. Ich hatte nicht gedacht, dass sich die Lage noch weiter zuspitzen könnte. Die Dämonen werden also von Menschen kontrolliert. Aber wieso? Wer sind diese Leute? Die einzigen, die bisher direkten Kontakt mit ihnen hatten, sind Yunika und Riko. Können die zwei uns helfen, ihre Identität herauszufinden? Naja, also... Yunika erzählt von ihrer Begegnung mit Epona. Hieß nicht das Pferd von Link Epona? Ist mir gerade mal so eingefallen. Sie sind nicht von Iss? Bist du sicher, dass sie das gesagt hat? Das ist ja unglaublich. Ich habe zwar davon gehört, dass sich jenseits unserer Grenze eine ganz andere Welt befindet, aber nicht gedacht, dass ich jemanden von dort treffen würde. Weißt du, wie viele von ihnen hier sind? Bisher habe ich nur zwei Krieger getroffen. Von anderen weiß ich nichts. Ich auch nicht, aber ich glaube, da ist mindestens noch einer. Mir ist bei der Erkundung eine sehr komplexe Magiefalle aufgefallen. Zwei Krieger, Brutalus, wären dazu sicher nicht imstande gewesen. Also ist da sicher noch ein Magier, der im Hintergrund die Fäden zieht. Und wenn sie von außerhalb von Iss stammen, dann haben sie ihre Magie auch nicht von den Göttinnen. Keine Ahnung, was sie darauf haben. Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Es ist klar, was zu tun ist. Wir müssen Lady Rhea und Lady Fena finden und sie beschützen. Nicht nur vor den Dämonen, sondern auch vor dieser neuen Bedrohung. Verstanden. Wir heiligen Ritter würden gerne um die Ehre bitten, bei dieser Suche als Vorhut agieren zu dürfen. Einverstanden. Ich würde die Magier ersuchen, eventuelle Fallen ausfindig zu machen. Mindestens eine wurde bisher betätigt. Vergesst nicht, dass der Feind höchstwahrscheinlich einen fähigen Magier auf seiner Seite hat. Euch allen sollte klar sein, dass höchste Vorsicht geboten ist. Jawohl. Ich werde mein Bestes geben. Also ich bin so erleichtert, dass ich endlich wieder laufen kann. Da würde ich fast überall hingehen. Es tut mir leid, Riko, aber ich fürchte, ich muss dich bitten, hier die Stellung zu halten. Was? Du kennst dich doch gut aus mit den magischen Künsten deines Hauses, oder? Besonders mit den Verstärkungszaubern.
Ich vermute, dass viele mächtige Feinde in diesen Gemäuern auf uns lauern. Daher würde ich dich bitten, verfügbar zu sein, um die Waffen unseres Suchtrupps mit Hilfe deiner Magie zu verstärken. Ah, okay. Das mache ich doch gern. Freut mich, dass ich euch helfen kann. Hallo, Tim. Ich muss schon sagen, Junika, es ist erstaunlich, wie weit du es im Turm nach oben geschafft hast. Du hast auf dem Weg sicher gegen vielerlei Arten von Dämonen kämpfen müssen. Ja, das stimmt. Unsere kleine Junika ist so schnell erwachsen geworden. Da bin ich mir nicht sicher. Sie scheint mir noch immer recht grün hinter den Ohren zu sein. Verstehe mich nicht falsch, deine Erkundungstour war eine große Hilfe für uns. Doch wir wissen immer noch nicht, was uns dort drin erwartet. Du musst deine eigenen Grenzen kennen, Junika. Anstatt dich Hals über Kopf ins Abenteuer zu stürzen. Tut mir leid. Typisch Cecilia, mit Zuckerbrot und Peitsche. Mach dich nicht über mich lustig. Cecilia hat recht, Junika. Ich weiß, wie sehr dir die Göttinnen am Herzen liegen, aber du darfst dir von deinen Gefühlen nicht die Sinne vernebeln lassen. Jawohl, ich verstehe. Ausgezeichnet. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass die Heiligen Ritter mit der Such- und Rettungsmission beginnen. Glücklicherweise sind die Dämonen auf den unteren Etagen noch recht schwach und können im Einzelkampf besiegt werden. Daher werden wir uns anfangs aufteilen, um schneller voranzukommen. Sollte jemand Unterstützung benötigen, muss er die anderen umgehend kontaktieren. Keiner soll allein den Helden spielen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Auf dass ihr die Schlachten erfolgreich besteht. Kriege ich jetzt endlich Heilkräuter? Hey, Junika, willst du, dass ich deine Waffe verbessere? Das wäre spitze. Alles klar, mal sehen, was ich tun kann. Eigentlich sollte ich dir erstmal erklären, wie das alles funktioniert. Also, ich spreche eine Beschwörungsformel, die von Gemma zu Gemma überliefert wurde. Dadurch kann ich Gegenstände verstärken und robuster machen. Rico, musst du mir das denn alles erzählen? Von Gesprächen über Magie bekomme ich Kopfschmerzen. Hä? Oh, Entschuldigung. Ich schätze, wenn man Magie erklärt, geht irgendwie die Magie flöten, stimmt's? Rico nimmt ein Stück Kleria-Erz aus seinem Beutel. Kleria, du erstrahlst, was? Das geht automatisch. Was soll das? Egal, heiliges Kleria-Erz, los! Verschmelze mit der Axt, damit sie stärker wird. Huhu. Junikas Axt wurde verstärkt. So, das wär's. Einmal verstärkte Waffe. Wow, das ging schnell. Sieht aber genauso aus wie das, was dieses Ruh gemacht hat. Danke, Rico. Kann ich sie später für eine weitere Dosis vorbeibringen oder funktioniert das so nicht? Ich fürchte nicht. Ich brauche für jeden Zauber ein neues Stück Kleria-Erz. Und das war leider mein letztes Stück. Ach, das ist aber schade. Ich werde versuchen, mehr für dich aufzutreiben. Klingt gut. Falls du welches in die Finger kriegen solltest, weißt du, wo du mich findest. Okay. Shadow Dragon, ich frage. Ich lese immer auf Twitch, aber ich beantworte nicht alles. Aber mir geht's gut. Müsste man ja eigentlich hören. Außer, dass ich immer noch nicht mich heilen kann. Das ist sehr traurig. Okay. Die verkauft mir auch keine Heilungsgegenstände oder sowas. Also ich bezweifle so langsam, dass es sowas gibt. Wir müssen da wahrscheinlich einfach so durch. Wir müssen halt stark sein, ne? Immerhin wurde unsere Axt wieder geschärft. Das ist doch auch was. So, haben wir eigentlich Punkte? Nee, ich glaube nicht. Nee, 576. Okay. Ich könnte mich natürlich jetzt auch teleportieren. Soll ich mich teleportieren? Moment. Das ging ja hier mit dem Kristall. So. Kammer des Biests sind wir. Ach, das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir hier sind. Na gut, gehen wir hier hin. So, jetzt können wir nämlich wieder zurück.
Und dann können wir... Autsch. Dann können wir durch das Wasser. Und dann mal gucken, ob wir wirklich länger atmen können. Oder eben nicht. Hey, wir können das ja gleich hier testen. Mal testen. Hui. Okay, okay, okay. Ich brauche trotzdem irgendwann wieder Luft. Also ich kann nicht für immer da unter Wasser bleiben. Oh, und diese Viecher sind so schnell unter Wasser. Hä? Bin ich... Bin ich jetzt ertrunken, weil ich nicht mehr auf den Balken geachtet habe, ja? So ein Mist. Dann wird das gleich aber wahrscheinlich richtig schwer da unten, wenn wir dann dahin müssen. So. Aua. Also immerhin wissen wir jetzt, dass wenn die... Wenn der Sauerstoff leer ist, dann bin ich halt sofort tot. Oh Mann, es war so anstrengend, hier durchzukommen und jetzt muss ich mich hier wieder durchkämpfen.